Also eben, das Glöbspiel wird natürlich ein riesen Ereignis für euch. Du hast das aber schon miterlebt mit verschiedenen Grossclubs, Aarau, Xamax und natürlich IB. Jetzt bist du eigentlich das erste Mal so in der Aussenseiterrolle mit Königs. Wie ist das von der Vorbereitung her, vom Druck her, wie ist da der Unterschied für dich? Also der Unterschied ist sicher die Motivation. Als Superliga ist alles zum Verlieren und mir endlich jetzt kann ich noch etwas Positives machen. Wir sind sicher nicht Favorit, nichts zu verlieren. Und das macht Spass für einen, ein bisschen locker ins Spiel gehen. Und ich sehe auch, wie Amateurfußball, wie der Cup wichtig ist, wofür du als Profi nicht merkst. Aber ist für uns sicher der größte Highlight von der Verein in der ganzen Geschichte, das ist klar. Ich habe noch ein paar Statistiken über dich ausgegraben. Wahrscheinlich wirst du das nicht genau wissen. Und zwar hast du in 14 Cup-Spielen bis jetzt 12 Scorerpunkte gesammelt. Das ist auch für einen Mittelfeldspieler überdurchschnittlich viel. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob du das jetzt auch für Königs wiederholen kannst. Ist das vielleicht bei dir ein spezielles Cup-Feeling oder dich das speziell motivieren oder so? Also Cup habe ich immer schön gefunden. Das ist klar, weil es ist alles oder nichts. Und das passt mit meinem Charakter. Du weißt, nach 90 Minuten oder 20 ist etwas entscheidend. Entweder bist du aus oder bist du weiter. Stimmt, bis jetzt war Cup immer gut für mich. Ich hatte die Chance, den Cup zweimal zu gewinnen. Zwei Finale verloren auch, aber gleich Goalchance im Finale. Und das passt mit mir. Das ist Emotion pur im Cup. Und das haben wir auch immer als positiv mitbringen. Und bis nach der letzten Match gewinnt der Tour, habe ich auch keine Punkte. Und ich hoffe, dass ich auch weiter gegen Zürich Punkte und für Königs etwas noch schöner erreichen. Okay. Wie siehst du denn die Chance jetzt so von Königs? Ist klar, ist die Unterklassik ist immer schwierig. Und sie haben ja auch im Göpp, jetzt sind eigentlich noch nie dabei gewesen da. Es ist sicher schwierig für sie. Wie siehst du das? Wie siehst du deine Chance? Also ich glaube schon, dass Zürich nicht wird uns unterschätzen. Ich glaube auch, dass sie nicht so zufrieden sind hier gekommen, weil Winterthur ist auch eine grosse Nummer gewesen. Sie sind zweit in Challenge League. Ich muss ehrlich sein, das war fast unser Wunschgegner gewesen, weil wir haben die Super League wollen für unsere Zuschauer und für den ganzen Verein. Und gleich finde ich Zürich schlagbar. Das ist nicht eine Übermannschaft. Wir sind schon lange sicher nicht Favorit, mit dem Unterschied nicht Favorit. Aber es sind viele Junge, wir haben viel mehr Erfahrung. Aber es ist immer ein Riesenloch. Schlussendlich schon zwischen Superliga und Challenge ist ein Riesenloch. Und zwischen Erstliga und Superliga ist schon zu groß. Sogar auch mit dem Training. Also wir trainieren 3 bis 4 Mal in der Woche, sie trainieren 7 bis 8. Sie haben immer Rhythmus. Nein, wir müssen schon parat sein zum Laufen, sonst geht es nicht. Aber wir gehen sicher nicht auf den Platz schon negativ oder mit Angst, sondern wir wollen profitieren von dem Match. Und wir wissen im Fußball, wenn du positiv im Kopf bist und Leidenschaft hast und alles, kannst du viel erreichen. Ich habe zum Abschluss, du hast jetzt vom Wunschfavorit von Königs geredet. Ist es eigentlich mit dir persönlich? Hättest du vielleicht nicht lieber eBay und die alten Kollegen als Gegner gehabt? Ja, also für unseren Verein und Region wäre es schon schöner eBay. Also das ist ganz klar, weil wir haben auch ein Ziel für uns, die zweite Mannschaft von Bern werden. Ja. Und die ist noch nicht so, aber das wäre sicher etwas sensationell gegen eBay im Cup. Aber Zürich ist ein attraktiver Verein, ist eine gute Adresse, sie haben gute Zuschauer, viel. Und nach IB ist schon Zürich, aber sagen wir so, dass ich sehe sogar fast Zürich mehr schlagbar als IB, obwohl das eine sehr gute Mannschaft ist, aber sie haben auch Probleme. Und wir haben Spieler, die Ambitionen haben. Und mir geht nur nicht nur auf Spaß, sondern auch auf Resultat. Und ich glaube, Zürich ist nicht klar, dass sie gewinnen. Ja, ist klar. Will ich doch noch mal anfragen, ich persönlich, ist IB nicht ein besserer Wunschkandidat gewesen? Weil du den könntest meine alten Kollegen werden. Also ich habe gesagt, IB ist mein. Ich wähle IB, aber nicht für mich. Also ich habe schon. Ich habe in 17 Jahren viel Match gemacht, aber ich weiß, was bedeutet für unsere Region, wäre schon schöne Liebe. Aber für mich persönlich, ich habe keinen Wunsch, Mannschaft gehabt. Ich habe nur wollen,
attraktive Mannschaft und ich glaube, mit Zürich haben wir sicher eine von den 3-4 attraktivsten Mannschaften in der Schweiz. Wegen dem bin ich schon zufrieden. Okay, gut.